Sie sind im Restaurant, das Essen steht auf dem Tisch, das Glas ist aber leer und Sie möchten dringend etwas trinken. Doch die Bedienung kommt einfach nicht. Ein saarländisches Unternehmen hat jetzt eine Lösung entwickelt und Ute Kunzmann stellt sie Ihnen vor. Die Bauernstube in Saarbrücken, Jägersfreude, ein rustikales Speiselokal mit modernster Technik, vor allem bei der Bestellung. An jedem Tisch gibt es verschiedene Karten, die man nach Wunsch auswählt und damit kinderleicht bestellt. Man muss einfach die Karte reinstecken, was da draufsteht. Und dann kommt die Bestellung. Der Herr an Tisch 5 zum Beispiel möchte zu seinem Essen noch einen Rotwein. Er steckt die passende Karte in das kleine Gerät und schon wird die Bestellung zur Theke weitergeleitet. Genauso wie die Cola, die ein Gast an Tisch 1 bestellt hat und die schon unterwegs ist. Das Ganze geht wesentlich schneller, als wenn der Wirt erst persönlich die Bestellung am Tisch aufnimmt, zur Theke geht und wieder zurück zum Gast. Vorzüglich. Die Bestellung geht ohne Probleme, auch die Rechnung, alles. Man braucht auch nicht zu warten, bis die Bedienung kommt. Das ist sehr praktisch, weil gerade in der Mittagszeit, man hat nicht so viel Zeit zum Essen. Und wenn man direkt bestellen kann, geht das etwas zügiger. Innovativ, wenn ich mir vorstelle, dass das Lokal besetzt ist, alle Tische belegt. Und dann ist das Bemühen, die Bedienung an den Tisch zu beordern, manchmal sehr kompliziert. Ich setze die Geräte dort ein, wo Stammgäste einfach den Bedarf oder einen höheren Bedarf haben. Und wenn diese Gäste also in größeren Runden und mit mehr Bestellungen da irgendwo zugange sind, dann ist das für uns eine Erleichterung, für die Gäste auch. Entwickelt wurde das Tischordersystem in Saarbrücken-Vechingen von der Firma DK Elektronik. Bislang gibt es erst 2 Prototypen. Die Erfinder sind aber jetzt schon sicher, das hat Zukunft. Wir beginnen hier im Saarland, entsprechend einige Restaurants auszustatten und werden dann auch über das Saarland weiter bis ganz nach Europa diese Geräte liefern können. Die Firma, die seit 1984 elektronische Geräte für die Gastronomie produziert, hofft auf den großen Wurf. Ich gehe mal davon aus, dass wir in 10 Jahren um einiges gewachsen sind. Denn die Systeme werden mit Sicherheit in großen Stückzahlen gebaut, da wir in jedem Gastronomiesystem oder jeder Gastronomie etliche Tische auszustatten haben. Und deshalb werden da auch entsprechend hohe Stückzahlen gefahren. Unpersönlich soll der Restaurantbesuch in Zukunft aber nicht werden. Das Essen und die Rechnung bringt immer noch die Bedienung.